Tränengas, Schlagstöcke, Gummigeschosse, verzweifelte Menschen, Not und Elend überall. Wer sich ein Bild von den Trümmern der europäischen Flüchtlingspolitik machen will, der ist hier genau richtig. An der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei lässt sich seit diesem Wochenende eindrucksvoll besichtigen, was es bedeutet, wenn die Europäische Union ihre Außengrenzen schützt. Wie das immer so schön verharmlosend im Politsprech heißt, Europa macht dicht, schottet sich ab, lässt schutzsuchende Menschen buchstäblich in der Kälte stehen. Wie war das nochmal mit den vielbeschworenen gemeinsamen Werten, mit der Menschenwürde und der christlichen Prägung eines reichen Kontinents? Wir erleben eine Tragödie, heißt es jetzt wieder. Das allerdings stimmt nicht. In einer Tragödie werden die Hauptdarsteller schuldlos schuldig. Aber für das, was gerade an der griechischen Grenze passiert, ist die EU zu großen Teilen selbstverantwortlich. Der Flüchtlingsdeal mit der Türkei nach dem Motto Geld gegen geschlossene Grenzen hat Europa erpressbar gemacht, was Präsident Erdogan schamlos ausnutzt. Und EU-Länder wie Polen, Ungarn oder Tschechien betreiben seit Jahren Sabotage, stehen mit ihrem nationalen Egoismus einer solidarischen Lösung im Weg. So kann das nicht länger weitergehen. Die EU braucht dringend ein faires Asylsystem. Neue Regeln müssen her, und zwar schnell. Vielleicht sorgen ja die schlimmen Bilder aus dem Grenzgebiet und den griechischen Flüchtlingslagern für ein Umdenken in Europas Hauptstädten. Es wäre jedenfalls zu hoffen. Realistisch ist es leider aber nicht.